Hallo zusammen, wir sind wieder in Ghost Exile und versuchen den Geheimnis des Updates weiterhin auf die Spur zu kommen. Wir in klitzekleinen Schritten kommen wir weiter. Wir haben ja letztes Mal zum ersten Mal das mit den Schatten gesehen. Ja, wir versuchen es diesmal irgendwie noch besser zu machen, noch weiterzukommen. Bisher kommen wir ja eigentlich, haben wir gar keine Erfolge mehr. Kann man so sagen. Aber wir robben uns langsam ran. Ich habe einen Dings gewählt. Ich habe einen Dings gewählt. Ausrüstung. Habe ich jetzt wieder das Problem, dass mir Dinge fehlen wahrscheinlich. Was haben wir denn? Da rum wie eine Wilde. Irgendwie ist alles da, ne? Oder? Ja, von allem was, ja. Ich habe reingeschmissen. Okay, ja, aber haben wir alle. Wo sind denn die Kruzifixe? Da sind zwei, okay. Ja gut, dann. Dann machen wir das mal so. Bist du fertig? Ja, steht da nur. Ich hab nur vorgelesen, was da steht. Und das weiß ich doch nicht, was du alles so vorliest. Ja. So, ein bisschen schlauer. Tick schlauer sind wir, aber nicht riesig schlauer. Also sollte man wohl in dieser Schattenwelt nicht rumrennen wie ein Bilder, sondern gucken, dass man irgendwie von diesen Typen da fernbleibt. Man muss von den Schatten sich fernhalten nach Möglichkeit, damit die Oma einen nicht erwischen kann und muss irgendwie noch einen Teil einer Seele finden, eine Seelenscherbe oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie das könnte ein Leuchtball sein oder so. Zumindest war da einer. Okay. What a fun. Aber warum wir den Geist falsch bestimmt haben, das. Ja, das finde ich auch merkwürdig. Oh. Ja, toll. Draußen habe ich Signal und jetzt ja. Dann nicht mehr, ne? Was? Läuft. So, dann gucken wir mal. Ich mag Türen, die nach innen aufgehen. Also die wirklich mit dem in G-Richtung aufgehen. Ja, ja. Mag ich auch. Sind leider sehr selten. Ich habe eine Sicherung. Das ist schön. Ja. Wenn sie mich nicht sichert. Das komische Geräusch da, ey. Ja, da ist ja auch der Keller. Durch Zufall. Mann! Aber der Keller nützt. Oh, okay. Das ist noch ein abgetrennter Raum. Ah. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Läuft.
Aua. Komme ich hier nicht durch? Oh, was ist denn hier zu fast? So kriege ich die Türen hier nicht vernünftig auf. Hasi. Ich habe ein Hasi. Bist du ein Hasi? Ja, nur den kann ich nicht mitnehmen. Okay. Na ja, komm, ich nehme den Hasen statt den EMP-Gedöns-Dingsdangs damit. So, hatten wir hier unten jetzt eine alles? Sicherung hätte ich hier. Da liegt ja auch noch was. Wieder ein Schrank nachlässig überprüft. Was? Ja, der ganz unten direkt am Eingang. Hast du eine Schranktür aufgemacht, die zweite nur so? Nope, habe ich nicht. Die war schon offen, als wir gekommen sind. Okay. Weil die zweite musste nur ein Stück mehr aufgemacht werden und schon hatte man einen Teil gesehen. Ja, nein. Ja, nein. Ich habe auch einen Hasen. Bin unschuldig, was das angeht. Ich habe einen Hasen. Ich auch. Schön. Ja, aber beide einen Hasen. Aber gerne auch noch was anderes wie ein Feuerzeug oder ich habe noch ein Armband und ein Buch hier oben. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt auch gerade. Ich glaube, eine Sache kann ich noch tragen. Ja, ja, das Armband noch so einfach mal runterbringen. Hier nutzt du den Feuerzeug? Nee. Du? Nö. Ja, okay. Super. Aber ich habe einen Ausweis. Hatte ich gerade gefriert. Was ist das? Ja. Wo? Oben an dem, da wo wir gerade waren, nur einen Raum weiter. Da ist der Schreibtisch. Okay. Und wieso ist hier ein Koffer? Sind das in dem Koffer, sind Sachen dann? Aber die kriege ich nicht raus. Schade. Hier ist voll der Atem. Das trage ich mal ein. Doch, schon wieder an. Aber immer noch kein Feuerzeug. Boah, kann der mal ruhig sein. Oh, hier ist auch Frier. Schlafzimmer. Na, mach die Tür auf. Sag mal. Oh, hier ist ja ein Ouija-Brett. In der Garage ist auch gefrier. Was ist dein Lieblingszimmer? Garage. Garage. Ja, nur wo ist der Strom? Keller. Ja, ja. Naja, ich war ja schon da. Wieso haben wir hier kein Feuerzeug? Ich glaube, sehr ärgerlich. Krieg ich auch kein EMF-Signal. Schmeißt der mir hier Sachen um? Hä? Was ist das denn? Die letzte Zeit allgemein etwas Probleme, Feuerzeuge zu finden. Das könnte sein. Hm. Erstmal die Sachen runter. Wo ich erstmal wissen müsste, wohin. So, hier ist Keller. Ich gehe nochmal Strom anmachen.
War der Strom jetzt? War jetzt aus, oder? Weiß ich nicht. So. Doch, war aus. Ist wieder an. Da liegt eine Notiz. Item. Ich glaube, es ist eine Hase. Okay. Wo war jetzt der Ausgang? Hier. Achso, wir müssen in den Wagen. Hast du denn ein Feuerzeug? Achso, nee. Ich auch immer noch nicht. Oder? Habe ich schon eins? Nee. Doch, ach, ich habe eins. Ich habe eins. Hab ich irgendwie gar nicht gemerkt, wie ich das... Oder vergessen. Genau. Oh, Entschuldigung. Muss ja erst Feuer machen. Natürlich nicht. Gucken wir eben, was ich hier noch habe. Das Armband und das Teil. Du meinst aber, es sollte ein Hase sein, ne? Hast ja. du schon Holz reingesteckt? Hast du noch nee. Nicht? Ja. Sehr gut. Die Notiz war eindeutig. Okay, was stand da? Ja, das ist irgendwie so nach dem Motto, ja, dass man die, dass er die Attitüde gegenüber denen ändern sollte und er wird es hassen und so. Bestimmt eine Hase, die Schase. Das okay. stand hier irgendwie. Okay. So, was, gibt da bestimmt schon ein paar Sachen, die nicht mehr, also ein oder zwei Sachen. Wir können keine Geisterbox mehr haben. Und keine Infrarotbewegungs. Und keine Spuren von Ektoplasma. Und auch kein Geisterorb. Was ist denn hier los? Wo können wir ja, so viele Sachen schon nicht mehr haben, obwohl da noch fünf Geister im Rennen sind. Müssen wir was sprechen? Ja, Diktiergerät. Ah, oh, okay. Okay, ja, alles andere geht noch. Diktier, EMP, Laser, Notiz und Dunst. Unfassbar. Ich nehme mal die Videokamera, gucke ich nochmal nach Dunst. Mhm. Und ja, ich kann ja schon mal einen Kruzifix mitnehmen. Schadet ja nicht. Wir brauchen ja jetzt keine Gegenstände mehr mit aus dem Haus nehmen. War. Dann bequeme ich mal das Diktiergerät. Bequem das mal. Das? Oh, jetzt kann er gehört, alles gut. Okay. Vorschimmelt. Bist du da? Bist du alt? Kannst du sprechen? Bist du da? Oh. Bist du da? Kannst du sprechen? Bist du alt? Bist du da? Gelöscht, ich Depp. Bist du da? Oh, okay. Bist du alt? Also Diktiergerät. Dann fällt hier wieder was weg. Geisternotiz fällt weg. Und Dunst auch. Brauche ich gar nicht weiter gucken.
Ah, EMF, EMP müssen wir wissen und Laser, ne? Ich glaube EMP auch nicht mehr, oder? Ah doch, EMP haben wir noch, stimmt. EMP-Laser, ja, genau. Na gut. Was? Boah. Haut mir die Tür vor der Nase zu, die Haustür. So eine Lautstärke, da kriegst du einen Herzinfarkt bei. Oh ja, du hast ja auch einen prima Spitzensanity. Hab ich den? Ja, 40. Ja, das ist doch viel. So ein Lutscherbrett benutzt. Stimmt. That's the problem. Ja, aber direkt 40%, das ist ein bisschen wenig. Hast du schon zweimal Dings genommen? Pillen? Ich habe noch gar keine genommen. Ja, super. Da hätten wir vielleicht uns nochmal drüber unterhalten sollen, weil... Ja. Da haben wir nämlich nur zwei stehen. Das ist gut. Ich dachte, du hättest schon genommen. Nee. Vielleicht. Nimm ruhig. Ich habe ja noch ein paar. Ja, jetzt hast du noch ein paar. Jetzt sind wir auch noch etwa gleich. Hast du auch die Tür zuzumachen? Blöde ist, dass der EMP auf Tür überhaupt gar nicht reagiert. Ne? Die nervt. Moment, was hatten wir denn jetzt? Brauche ich jetzt? Achso, ja. Na, Laser ist immer blöde irgendwie. Oh, ich gucke jetzt mal auf die Kamera. Wo hast du den denn hingepackt? Garage. Ja. Boah, warum ist das Ding so leuchtend grün auf einmal? Der Hell? Das weiß ich nicht. Da geht's raus. Oh, null Aktivität und leuchtet grün wie Sau. War doch sonst nicht so. Wird die auch so grell? Das Ding? Ja. Ja, da ist ja sonst kein anderes Licht. Ne? Ja, im Stockdunkeln wird es richtig grün. Nee, ich meinte den Aktivitätsanzeige-Dings. Hä? Welchen Aktivitätsanzeige-Dings? Das da. Das leuchtet grün wie Arsch. Nee, das war vorher nicht. Warte, wo bist du? Da, achso, da. Ja, das leuchtet sehr. Aber sonst nicht. Gib mir mal das EMP-Ding, ich gebe mal ein. Gib uns ein Zeichen. Was? Ach, jetzt zwingt er. Ach, zwingt er wieder. Oh, der steht vor meiner Kamera. Und wackelt mit dem Kopf. Oh, wie krass. Oh, sah das krass aus. Ja, der hat hier rumgestöhnt wieder in der Garage. Oh, ist das, da steht er. Vor der Kamera. Ich sehe den gar nicht mehr. Jetzt ist er weg. Bei mir war er die ganze Zeit weg. Ja, ich habe die Tür schön, schön hinterher. Stand schön hinter ihm. Ich hatte die Tür aufgemacht, damit war er weg. Nee, er stand ganz auf der Kamera und hat den Kopf gewackelt. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja, toll. Jetzt ist er zwar theoretisch hier drin, aber er macht kein EMP. Und er macht keinen. Ja, ich bin da auch schon die ganze Zeit rum.
ist doch scheiße. Ich müsste eigentlich durchlaufen, also. Ja. Ist halt die Frage, ob wir es jetzt einfach mal, ob wir es jetzt irgendwie dann riskieren. Weil wir sind jetzt bei 20 Minuten in der Folge. Wenn wir noch ein zweites Haus holen, müssen wir relativ bald zum Exorzismus übergehen. So sieht es ein bisschen hoch, sich den ganzen Mühe dazu machen. Am Ende passt es nicht. Das ist schon richtig. Dann sage ich jetzt, er hat keinen Laser. Was wäre es denn dann? Ein Mühling. Mühling. Ja, ja. Kein Laser, meinst du? Dual von ja, der? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Ja, Stomber. Der redseligste Geist wird unter allen Umständen versuchen, deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Er hätte einen EMP5. Ja, wir kriegen irgendwie überhaupt kein EMP. Oh. Was war denn für Dings? Immer noch ein Tablet, immer meine Tabletten noch. Immer deine Tabletten. Vielleicht mal oben nochmal gucken, da war ich noch gar nicht mit dem EMP. Wo habe ich denn eigentlich diesen? Holla. Diesen Dings da hingeschmissen. Dings? Ja, diesen. Bei die MP. Die Dingser. Da habe ich den liegen. Dann nehme ich den nochmal. Oh, hier sind auch gefrierte Temperaturen. Ja, ja. Da habe ich sie ja zuerst gesehen. Garage hatten wir ja erst später. Aber er hat mir geantwortet, dass sein Lieblingszimmer die Garage ist. Kommt überhaupt nichts an EMP, das ist fürchterlich. Dafür würde ich fast sogar eher sagen, es ist Laser. Naja. Irgendwie dann doch, ne? Aber. Ja. Tür, aber ich habe nur Ausschlag hier. Ja, passiert gar nichts. Nein. Da würde ich sagen, Laser. Das wird nichts. Na gut. Dann Laser. Ich finde ihn auch jetzt nicht sehr redselig. Also nee. Dann wäre also es. Ein Mokwai. Wäre es dann. Was macht der denn so? Kann Wasser mit seiner eisigen Aura gefrieren. Ja, na gut, das eisig, passt. Eisig wäre ja. Ja, das diese passt. Dämonen sind sehr kommunikativ und lieben es, verschiedene Zeichen zu hinterlassen. Ja, gut, da wüsste ich jetzt nicht, aber.
Ja, nehmen wir ihn einfach mal. Anaberon. Ich kann es nicht lesen. Ich kann überhaupt nichts lesen. Soll ich die mal eben... Ich kann ja eben lesen, was wir brauchen, und dann kannst du es nehmen, das Buch. Ja. Ich glaube, es müsste auch das Siegel des Anaberon sein. Also, Ritual von Anaberon brauchen wir. Ja, ist auch das Siegel von Anaberon, ja. So. Was müssen wir denn mitnehmen? Fünf Kerzen, eine Puppe. Ich meine, ja. Ja, habe ich. Vier Kerzen habe ich. Okay, hast du eine andere Feuerzeug, nehme ich. Was ist das Buch? Was ist jetzt? Vier Kerzen, also ich habe gesagt, fünf Kerzen und eine Puppe. So, haben wir. Das Buch, warte, gebe ich dir. Zack. Ich nehme Sprühfarbe. Und Kruzifix habe ich noch in der Hand. Naja, gut. So, dann ist halt die Frage, wo gehen wir hin? Ja, wenn solange im Buch halt nichts steht, wohin sollen. Kann man eigentlich auch hier gleich machen. Zum Beispiel. Oh, eben den Schrank hier zu, damit wir hier nicht hängen bleiben. Vielleicht doch die Tür sogar zu. So. Tu das Ding hier mal weg. So, was hatten wir gesagt? Anaberon. Anaberon. Mhm. Ach Leute, ey. Steht der hier rum, ey. Okay, vier Kerzen. Sag mal, was ist denn der in der Garage oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja, wird wohl so sein. Was hast du mir ein Feuerzeug eigentlich gegeben? Hab ich doch gar nicht. Hast du nicht? Okay. Wie heißt der Typ? Warte. Warte, sag ich sofort. Geh erstmal drauf. Oh je. Was müssen wir machen? Ein Player. Ja, okay, Tür ist ja direkt hier. Ich stelle mich vor die Tür. Olivia Jones. Na, okay. Aber hast ja direkt vor der Nase. Schließen. Schließen, schließen, schließen. 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 Ich habe auch mal Schließen gesagt. Yeah. Musste F drücken. Ja, okay. So, stand denn da auch F oder musstest du hast du einfach nur so? Echt, okay. Ja, bei mir stand es eben halt nicht. Das ist so das Ding. Kerze, Kerze, Kerze. Ist ja eine Aussage, okay. Ja. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Geh raus, du Dämon. Oh nee, Schattenportal. Okay. Wo? Ja, in der Garage. Naja, war ja eigentlich fast klar. Ne? Alles wegschmeißen, mein Buch auch, ne? Ja. Okay. Ich versuch's nochmal. Ja, ich würde es auch versuchen. Huch, ist auch da. Noch nicht. Ich stehe davor. Scheiße. Oh, das hat die Oma mich. Echt? Oh, ich komme nicht raus. Ah, oh, da ist die Oma. Sie hat mich. Ich höre was.
Scheiße. Licht kann man hier nicht anmachen, ne? Ja, zu einfach. Musik ist so unnötig, ey. Wah! Scheiße. Oh nee, überall Schatten. Ja, so ging es mir auch. Scheiße, falsche Tür. Ah, hau ab, hau ab, hau ab! Was denn ist das hier? Das Weiße? Ist ein Orb. Geisterorb. Nee, ich glaube, das ist die Dings, was du brauchst. Ja, aber ich kann nichts damit machen. Ah. Hier eigentlich Strom an. Kann ich sogar. Oh, nee, oder? Sein Ernst. Was sieht... Scheiße, nicht geschafft. Drei falsche Türen gekriegt. Kann ich hier mal Licht anmachen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das, ich sehe diesen weißen Orb, aber ich kann nichts damit tun. Hm. Das weiß ich auch nicht. Kann F, kann I. Nein, geh weg. Guck die Oma angerannt. Da ist er. Oder kann ich die Oma zu dem Ding locken? Kann E, kann F. Kann klicken. Aber wäre das vielleicht okay, wenn die Oma in das weiße Teil kommt? Keine Ahnung. Nicht, kann man nicht einmal. So, da ist ein Schatten. Hier, komm mal her. Wo ist denn die Oma? Oh, sie kommt. Hier, komm her. Oh, die spricht total ekelhaft. Oma, wo ist sie? Willkommen. Ömmchen. Die gibt so früh auf, die Oma. Wow. Oh, ich habe eine Gänsehaut wegen der. Nein. Oh. Oh Gott, ich bin an dem Schatten vorbei. Ah. Da, jetzt bin ich tot. Ich sehe das nicht, was mit der Kugel da zu machen ist. Es ist eine Kugel, da kommt ein bisschen. Die glitzert nach unten, ne? Die. Keine Ahnung. Ja, die glitzert ein bisschen da unten. Ja, die ist aber ansonsten einfach eine weiße. Aber keine Ahnung, was die machen soll. Scheiße. Teure Geschichte. Ja, auf jeden Fall.
schon wieder die falsche Tür. Ich hasse es. Ich habe drei falsche Türen. Ja, das war auch die dritte falsche. Da kommen wir jetzt. Boah, das ist die vierte falsche. Ja, und das war's. Ja, kenn ich. Was ein Scheiß. Boah, ich die Oma, ich habe so eine Gänsehaut gekriegt, dass sie ja immer ankam. Und dann spricht die immer so komisch mit einem. Die rennt dann kurz, du merkst kurz, wie sie losrennt. Und dann bleibt sie stehen und dann kommt die Oma. Boah, ich, da haben sich mir alle Nackenhaare aufgestellt. Ja. Ja. Jetzt haben wir schon 36 Minuten hier. Ja, ich bin aber auch schon fast durch hier. Ja, ja, ich auch. Ich denke, das sollten wir als eine Folge so belassen. Ja. Und wir probieren es nächstes Mal wieder. Es ist, Achso, schwierig. Ich habe meine Versicherung nicht abgeholt. Hat man den richtigen Geist? Ah, scheiße. Was läuft denn, ey? Ich weiß auch nicht. Die Tiergerät brauche ich eins. Ich glaube, es ist zu warm zum Geisterjagen. Ja. Ja, ich kaufe nächstes Mal. Obwohl, ja, ich könnte eigentlich schon mal Sanity-Pillen kaufen, weil ich da nächstes Mal nicht dran denken muss. Ah, ich habe noch ein Buch des Exils, das ist gut. Aber die Urne ist weg. Moment, was habe ich denn? Ah, scheiße. Kruzifix brauche ich auch noch. Jetzt bin ich pleite. Ja, ich habe durchaus ein bisschen Geld, aber ist auch schnell weg. Ölfarbe kann ich auch schon keine mehr holen. Also ja, da hole ich, habe ich zwei Stück. Und Laser habe ich auch keins mehr. Laser hast du nicht mehr? Nee. Okay, dann. Das ist eine teure Geschichte, dieses Update. Ich hole noch zwei. Ich habe zwei Laser geholt. Buch des Exils hole ich auch noch eins. Eine Urne. Oh yeah. Und Thermometer, obwohl das jetzt auch noch nie irgendwas gebracht hat, aber. ja. Das reicht dann für heute erstmal. Und wenn euch das gefallen haben sollte, lasst uns doch ein Däumchen nach oben da und schaut uns auch nächstes Mal wieder zu. Und wir sagen für diese Folge ciao, ciao.